Reichtum, Macht und Ruhm und eventuell die Möglichkeit, zu irgendwelchen krassen Filmevents eingeladen zu werden. Der Mann, der sich dies alles erkämpfen will, war Couchtime, der König von YouTube. Als er von allen entdeckt wurde, waren seine letzten Worte: Ihr wollt mehr Videos? Ihr könnt sie haben. Sucht sie doch. Irgendwo auf diesem Kanal habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist... Ja, genau. Wahrscheinlich hat's der ein oder andere vielleicht spätestens jetzt gemerkt, wenn nicht sogar vorher am Titel und Thumbnail. Es geht heute um meine Meinung zur One Piece Live-Action-Serie. Ihr habt danach gefragt, ich hätte es sowieso gemacht, aber da ihr auch nachgefragt habt, die einen mehr, die anderen weniger, kommt dieses Video heute und meine Meinung, meine Review, meine Gedanken zu der Serie und auch alles mit dem, alles, was sich dahinter abspielt in meinem Kopf, gibt es in diesem Video, deswegen bleibt gerne dran und deswegen heiße ich euch jetzt direkt herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, die One Piece Live-Action-Serie geht ja momentan sowohl auf Netflix als auch in den Social Medias quasi durch die Decke. Viele finden sie unfassbar geil. Viele Leute sagen, das ist die Perfektion von Live-Action-Verfilmung. Und die anderen sagen, nee, das hat halt so gar nichts mit One Piece zu tun. Und ich habe da heute mal eine sehr interessante Sicht der Dinge. Kläre ich gleich, warum. Vorab möchte ich sagen, erstens, es handelt sich natürlich wie immer um meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, gar kein Ding. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich lasse mich da auch gerne belehren. Aber so aus meinem Standpunkt ist dieses Video meine Meinung. Punkt 2, ich weiß auch ganz genau, es gibt viele Leute, die mit Anime nichts anfangen können, wirklich gar nichts. Für die Leute ist das Video wahrscheinlich nicht, wenn ihr euch das Video trotzdem anguckt. Leute, leben und leben lassen, so, ne? Anime gibt gute, gibt schlechte, man muss es nicht mögen, man kann es lieben. Aber, ne, whatever floats your boat, also jeden ist es so machen lassen, wie er Bock drauf hat, das wollte ich vorab gesagt haben, weil Anime, merke ich immer wieder, ein sehr, sehr kritisches Thema noch in unserer Gesellschaft ist, weil es halt sehr viele noch immer als so Kindergarten-Zeichentrick-Kacke abstempeln. Und das finde ich zum Beispiel zum einen absolut nicht. Und selbst wenn ihr es so seht, ja, dann seht es halt so. Dann ist es so, aber lasst doch dann die Leute trotzdem die Animes gucken, wie sie wollen. Sag ich mal so. Die zwei Punkte vorab. Und jetzt geht's los mit der Review, also so richtig jetzt. Ja, ich muss erstmal ein bisschen weiter vorne anfangen und zwar steinigt mich nicht. Ich habe es schon mal in einem Video gesagt, ich habe One Piece, den Anime, nicht gesehen. Noch keine einzige Folge. Genauso wenig habe ich den Manga gelesen. Ja, ich weiß, die Leute werden jetzt sagen, bist du komplett dumm. Aber ich habe die Ausrede, die wahrscheinlich jeder hat, es ist so super lang. Es ist einfach super lang und ich habe irgendwie nicht so die krasse Lust, mir das alles anzugucken. Da bist du halt ein halbes Jahr gefühlt dran, wenn du normaler Menschenrhythmus hast mit Arbeiten, Schlafen, essen, auf Toilette gehen. Und das wollte ich mir noch nicht antun. Ich werde es wahrscheinlich mal machen. Es gibt da eine geile Seite, die heißt One Pace. Da sind alle Filler und unwichtigen Sachen. Werden da rausgeschnitten. Da spart man sich ein gutes Stück an Zeit. Könnt ihr, falls ihr die Seite kennt, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich, ja, One Piece ist nicht so, bis jetzt auch noch nicht so mein Vibe. Hat sich aber vielleicht durch die Live-Action-Serie geändert. Kommen wir jetzt gleich drauf zu. Aber fangen wir erstmal grundlegend an. Die Besetzung. Ich muss sagen, ich finde, die Besetzung ist perfekt getroffen. Von Ruffy über Nami bis hin zu Zorro. Perfekt. Alles besetzt, synchronisiert sowieso. Es sind die original deutschen Stimmen, also original deutschen wie aus dem Anime. Und auch im Japanischen sind es die original Synchronsprecher. Finde ich Bombe, das ist so eine Sache. Da habe ich schon, wo der Trailer rauskam und ich meine Meinung dazu gesagt habe, habe ich schon gesagt, wenn sie das nicht machen, ist es schon scheiße. Wenn sie es machen, ist es schon 50% safe. Und sie haben es gemacht. Hat gut geklappt. Wie gesagt, meiner Meinung nach sind alle Charaktere super besetzt und vor allem auch realistisch besetzt. Die Leute, die sich wirklich darüber beschweren, ja, hier, der Charakter sieht nicht so aus und der sieht auch nicht so aus. Leute, es ist halt ein Anime. So, es gibt halt diese Körpergebilde nicht wie im Anime. Das ist halt in der echten Welt nicht gegeben. Aber für das, was es gibt, passt alles perfekt. Auch rein optisch von den Special Effects, also von den CGI-Effekten, die waren so lala, waren okay für eine Netflix-Serie, die einem Anime nach empfunden ist. Aber vor allem, sage ich mal, die praktischen Effekte, sowohl das, also das Setting, die Masken, also das Maskenbild, vor allem hier Buggy, also dieser Clown halt, finde ich super geil gemacht. Bis hin zu den Settings, also zu den ganzen Sets, die da gebaut wurden, alles sieht super schön aus. Für mich als jemand, der den Anime nicht gesehen hat, hat die Serie mich trotzdem richtig gut gecatcht, vor allem weil ich bei jedem neuen Charakter, der vorgestellt wurde, immer angefangen habe zu googeln, wer dieser Charakter in One Piece ist, also im Anime, wie er da aussieht und habe mir da quasi mein Bild gemacht, jo, wie haben sie die Charaktere gut umgesetzt, weil das hat mich einfach interessiert, wie gut sie das umgesetzt haben. Einige Szenen sind quasi perfekt dupliziert worden, die anderen haben eine leichte Abänderung, es gibt auch andere Szenen, wo auch Fans des Animes, beziehungsweise die Leute, die den Anime geguckt haben, auch sagen, hier, das hat so gar keinen Sinn gemacht, dass das irgendwie so stattfindet.
stattgefunden hat. Aber aus der Sicht von jemandem, der den Anime nicht geguckt hat, einfach super gelöst. Die Charaktere passen. Die Storyline passt in den Punkten, wo sie sich übereinstimmt, passt sie auch super perfekt zusammen. Alles in allem super geile Live-Action-Adaption. Deswegen auch der Titel und das Thumbnail. Das ist seit langem eine Live-Action-Adaption, die wirklich den Nagel auf den Kopf trifft, weil das sich wirklich wenig nimmt. Also es gibt wenig Szenen, die nicht super gut parallel zum Anime zu gucken sind, wo man sagt, okay, hier ist der Anime, hier ist das Live-Action und die sehen sich ziemlich ähnlich. Es ist wirklich super stark und echt nah an der Vorlage. Für die ganzen Hardcore-Anime-Fans von One Piece, die natürlich diese Serie jetzt irgendwo boykottieren, weil ihnen halt irgendwelche Schlüsselelemente fehlen. Ich verstehe euch. Wird mich wahrscheinlich auch nerven. Aber man muss auch sagen, es ist halt einfach Live-Action-Adaption, die nicht darauf abgezielt ist, nur die Anime-Fans abzuholen. Totaler Bullshit. In dieser Serie kann man seinen Eltern zeigen, die nichts mit Anime zu tun haben und die werden kein Problem damit haben, weil es halt einfach, also ohne zu wissen, dass es eine Anime-Adaption ist, kann man sich hinsetzen und sagen, ja, das ist halt eine Piratenserie und die Piraten haben halt ein bisschen verrückte Kräfte. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns diese Haifisch-Piraten, sag ich mal, ich weiß nicht, wie hier Arlong und ihm seine Crew halt so angucken, wenn da irgendjemand ein Problem hat, soll er sich nochmal Fluch der Karibik angucken und sagen, dass die Crew von Davy Jones so unrealistisch ist. Weil das ist ein Punkt, diese Serie kann man auch als Nicht-One-Piece-Fan locker gucken. Man kriegt alles erklärt. Die Charaktere sind relativ normal, bis auf die 2-3 Fähigkeiten, die halt Ruffy, Buggy und wer auch immer alles haben, sind die Charaktere stinknormale 0815 Leute, wie sie einfach in der Realität sein können. Ob es Zoro ist, der einfach mit Schwertern kämpft, jo, kann man halt auch so. Ob es Lysop ist mit seiner Steinschleuder, es ist nichts unrealistischer dran. Und wie gesagt, verhältnismäßig zu Fluch der Karibik ist genau das Gleiche. Wir haben da komische Tiefseeleute, die aussehen wie Fische und wir haben hier und da auch ein bisschen Magie. Wenn wir jetzt an die Teufelsfrüchte denken. Deswegen, Leute, das kann man echt gut parallel voneinander akzeptieren. So, One Piece Live Action und der Anime. Muss nichts miteinander zu tun haben, bis auf den Namen und die Story. Weil das ist das, was mir bei der ersten bzw. bei der zweiten Folge aufgefallen ist. Ich habe mir gedacht, wenn ich diese Serie mit meinen Eltern gucke und sage, hier, das ist eine neue Serie mit Piraten. Ja, das sind komische Fähigkeiten, die haben die durch mystische Kräfte bekommen. Und da gibt es auch so ein paar komisch aussehende Leute, die werden nichts dagegen haben. Anders, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, hier, Leute, wollen wir den Anime One Piece gucken, würden die wahrscheinlich sagen, ach nee, warum denn Anime, blablabla. Versteht ihr, was ich meine? Ist ein super wichtiger Punkt, der die Serie auch so gut macht. Wie gesagt, unabhängig von den Charakteren, die einfach super aussehen, von den Synchronsprechern, die super passen, weil es halt die Originalen aus der Serie sind, ob es die Settings sind, ob es die Story ist, die, sagen wir mal, zu 80% super akkurat ist, hier und da halt ein paar Problemchen hat. Man muss auch einfach sagen, die Serie hat echt auch epische Momente und außerdem, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, wahrscheinlich die Meinung von vielen, aber das ist eine Meinung, die ich definitiv kundtun muss. Ich habe durch Nami, beziehungsweise die Schauspielerin von Nami, ich habe leider ihren Namen vergessen, den hatte ich bis gestern noch im Kopf, habe ich einen neuen Celebrity Crush. Also wirklich, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen habe und sie als Nami gesehen habe, dachte ich, holy shit, die kommt auf meine Top-Liste an Lieblingsschauspielerinnen definitiv. Ich finde die wirklich, also Celebrity Crush ist einfach instant reingeballert. Und wie gesagt, zusammengefasst ist wirklich meine Meinung als jemand, der den Anime nicht gesehen hat, sich aber für Anime interessiert, macht die Serie den Anime nicht schlechter, aber auch nicht besser. So, das ist nicht so, wie dass man sagt, okay, man will mit dieser Live-Action-Serie neue Leute ranholen. Das ist halt Bullshit. Nur weil ich die Serie gesehen habe, muss ich mir jetzt nicht den Anime angucken. Und ich verstehe auch irgendwo die Angst von den Leuten, die den Anime gucken, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt kommt jetzt noch eine Staffel und noch eine Staffel und die ganze One-Piece-Serie, die jetzt seit mittlerweile 24, 25 Jahren oder wie lang auch immer läuft, die ganze Sache wird jetzt in Live-Action in Kurzfassung aufs Wichtige runtergebrochen, rausgehauen. Ich verstehe die Leute, die dann sagen, nee, das gefällt mir nicht. Weil das wollte ich jetzt von meiner Lieblingsserie auch nicht einfach so was runtergebrochen ist. So Hauptsache irgendwas, was nochmal Aufmerksamkeit bringt. Aber wie gesagt, für mich muss ich echt sagen, Top-Serie. Wirklich top. Da gab es ganz, ganz wenig bis quasi hin zu nichts, was mich irgendwie aufgeregt hat. Und jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das war jetzt super unnötig, das einzubringen. Klar, auch hier ist wieder ein bisschen politische Meinungen vertreten worden mit verschiedenen Charakteren, die gegen andere, gar anders aussehende Charaktere ausgetauscht wurden. Aber hier finde ich wirklich, wenn man den Anime nicht kennt, juckt es einen nicht. Man weiß es halt nicht. Und selbst wenn man den Anime kennt, ja, dann ist es so, es ist halt immer noch ein Anime und das so kann man, finde ich, in dem Fall wirklich noch sagen, wenn man ein bisschen unter den Teppich kehrt, dass es, weil es halt auch nicht so aufs Auge gezwungen ist, diese politische Korrektheit, sag ich mal so. Am Ende kann ich nur sagen, eine fette Empfehlung dafür geht raus, falls ihr es noch nicht gesehen habt, macht es wirklich. Es hat A, nichts mit Anime zu tun, nichts. B, ist es einfach eine gute Serie, unabhängig von One Piece als
Franchise. C, ist es eine super, für die Anime-Fans, ist es eine super Live-Action-Adaption. Es macht Spaß, sie zu gucken, wenn man den Anime kennt. Ich kenne ja auch ein paar Charaktere und ein paar Story-Hintergründe von One Piece schon. Aber es ist, also für mich einfach oder von mir aus einfach eine super Empfehlung, weil es einfach lustig, trotzdem irgendwo emotional, hat irgendwie eine Geschichte. Und es gibt jetzt auch keinen Moment, wo man da so sitzt und sagt, oh, mal kurz Handy rausholen, ist gerade passiert gerade eh nichts, ist alles super langweilig. Hatte ich nicht. Ich habe das Ding an einem Tag durchgesuchtet. Ist jetzt nicht viel, sind nicht viele Folgen Staffel 1. Es geht auch, aber das war so für mich, ich will gerade gar nicht aufhören zu gucken. Also ich glaube, man kann es nachvollziehen, wenn man die Serie geguckt hat und ähnlich empfindet. Am Ende des Tages, wie gesagt, von mir aus eine fette Empfehlung für jegliche Leute, die nur einen Hauch Interesse an Piratenabenteuern haben. Nicht diese Arr-Piraten, sondern eher so lustige Piraten. Wenn ihr daran Interesse habt, ist das eure Serie. Und wenn ihr kein Problem mit irgendwelchen mystischen Kräften habt oder Unterwasserseeungeheuer, wie halt zum Beispiel bei Fluch der Karibik, dann guckt die Serie. Es wird euch nicht wehtun, definitiv nicht. Ja, und das wäre mehr oder weniger so meine Meinung zu dem ganzen Ding. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich kann jetzt schon kaum abwarten, Staffel 2 zu gucken, weil, und das muss ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich gestehen, für mich wäre es eher interessant, wenn One Piece Live Action genauso alles erzählt wie halt der Anime, nur halt in kürzer, zusammengefasst, aufs Wichtige runtergebrochen. Da werden mich jetzt einige steinigen und sagen, nee, du musst den Anime gucken, da sind so viele Sachen, die da gefehlt haben, die den Anime besser machen, die dir mehr beibringen. Verstehe ich wirklich komplett. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das kennt vielleicht auch ihr, es gibt Sachen, wo man sich eher lieber eine Zusammenfassung zu anguckt, als das Ganze. Ich glaube, das kann jeder verstehen und ob es jetzt vielleicht ist, wenn ihr einen Film nicht gucken wollt, weil ihr euch zu lange wisst, ihr wollt aber die Story daraus hören, dann guckt ihr euch vielleicht eine Review an oder halt ein Zusammenfassungsvideo. Und das gleiche wäre es für mich One Piece Live Action. Ich möchte den Anime zwar sehen, ich finde die Geschichte super geil und Charaktere sowieso, aber ich würde mir lieber eine Zusammenfassung angucken. An der Stelle sei gegrüßt mal der gute Ruffy, also nicht der Ruffy aus One Piece, sondern der YouTuber, der ja sowas immer macht. Anime in Minuten. Ich liebe diesen Kerl und das sind die Sachen, die ich mir auch super gerne angucke. Bevor ich mir Attack on Titan angeguckt habe, komplett als Serie, habe ich mir seine Zusammenfassung angeguckt. Die hat mich so gecatcht, dass ich irgendwie, ich glaube, ab Part 2 oder so aufgehört habe und gesagt habe, okay, jetzt gucke ich erstmal selber. So, und es ist im Prinzip, wie sich erstmal eine Meinung einholen. Und vielleicht, wenn die One Piece Live-Action-Serie zu Ende ist oder erstmal gesagt wird, okay, jetzt ist mal so lange Pause, bis der Anime hundertprozentig fertig ist, vielleicht hat es mich dann auch so weit gecatcht, dass ich dann den Anime auch gucke. Deswegen, ich verstehe die Leute, die sich ein bisschen aufregen, dass was fehlt. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, es ist alles perfekt. Ist hier ein schwieriges Thema, aber meine Meinung, Top-Serie, Top-Live-Action-Adaption, Top-Anime-Live-Action-Adaption. Und ja, wie gesagt, einfach nur dicke, fette Empfehlung. Und jetzt seid ihr mal gefragt, habt ihr die Serie schon gesehen? Wenn ja, schreibt mir gerne eure Meinung rein. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, wie gesagt, Empfehlung, geht mal raus. Man kann mal reinschnuppern, tut nicht weh. Aber ich würde gerne wissen, sowohl von den Hardcore-Anime-Guckern, wie findet ihr es? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Was fehlt euch? Fehlt euch nicht? Und allgemein von den Leuten, die geguckt haben, ohne den Anime zu kennen, warum habt ihr ihn angefangen zu gucken? Also warum habt ihr die Serie geguckt? Einfach aus Interesse oder warum? Interessanter Fakt hier noch kurz eingeblendet. Jetzt sind die Anime-Leute oder die Anime-Gucker, die sagen, oh Gott, die Live-Action-Serie ist super scheiße, sind jetzt ungefähr in der Situation wie die Manga-Only-Leser, die immer sagen, der Anime ist voll scheiße. Ist nämlich auch so ein Fun-Fact. Meistens sind die Manga-Leser, die wirklich nur Manga-Only lesen, hassen die Anime-Adaption meistens, also die kleine laute Minderheit vielleicht. Und die Anime-Gucker sind dann immer so, hey, wieso, das ist doch super gut gemacht und der Manga ist zwar gut, aber ich finde, der Anime ist doch auch nicht schlecht. Genau das gleiche hat jetzt weiterentwickelt auf Anime zu Live-Action. Nur mal um die Leute, die wirklich sehr, sehr negativ auf die Live-Action-Adaption eingestellt sind, um die Leute mal daran zu erinnern, dass es auch einen Schritt zurückgegangen ist. Also man kann auch sagen, Manga hasst Anime, Anime hasst Live-Action. Natürlich nicht alle unter einen Tisch gekehrt, keine Frage. Es gibt da so und so Leute, wie in jeder Situation. Aber nur einfach mal, um da mal vielleicht die Wogen zu glätten. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Und jetzt werde ich das Video nicht länger machen. Ist auch wahrscheinlich ein kürzeres Video, aber ich wollte es jetzt raushauen, weil ich den Anime jetzt, weil ich die Serie jetzt zu Ende geguckt habe. By the way, noch eine Serie, die ich jetzt am gucken bin, ist ja Ahsoka. Haben mich auch einige nachgefragt. Kommt wahrscheinlich nächstes Wochenende auch die erste Review zu. Ist ja noch nicht zu Ende. Ich habe es mir jetzt angeguckt bis zur letzten Folge, also stand jetzt Folge 4. Wird auch ein Video zu kommen, weil ich bin sehr begeistert. Und ja, da wird auf jeden Fall ein Video zu kommen. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, checkt doch jetzt gerne den Kanal aus. Abonniert eventuell, wenn euch die Themen auf diesem Kanal gefallen. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben bzw. einen Kommentar da lassen würdet. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, ich laber nicht länger rum. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann. Selbstverständlich auf derselben alten Couch wie immer. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.